morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping. So, Felix, wo sind wir jetzt hier gerade? In Schladming sind wir. Ja. Wir sind jetzt hier gerade unterwegs zwischen den Bergen und hier ist die ganze Zeit so eine richtig coole Wasserstraße und wir schießen hier coole Fotos und wir nehmen euch da einfach mal ganz entspannt mit. So, jetzt haben wir hier gerade so einen geilen Weg gefunden. Der geht ans Wasser. So, Felix, stell dich da mal hin, dann ziehst du da jetzt ein Foto. Hier, da setz dich jetzt hin. Da. Aber pass bitte auf, ne? So, einmal lächeln. Mal bitte den Stein, wo ich gerade drauf saß. Ist war das? Schön in der Erinnerung. So, wir sind jetzt hier bei einer kleinen Seilbahn angekommen. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund erkennt. Diese Seilbahn ist erstmal zum Testen und morgen kommt die ganz große Seilbahn. Aber wir nehmen euch da jetzt erstmal mit und schauen mal, was da so abgeht. Digga! Und es wird schwenken und es geht. Oh. Alter. Oh, ja. Anna, wie fandest du das? Ja, gut, nur ein bisschen beängstigend. Komplett nass geschwitzt. Ich auch. So, wir sind jetzt auf dem Berg angekommen. Der Berg nennt sich Planai. Der Berg ist 1900 Meter hoch. Leute, und schaut euch diese Aussicht an. Ah, wir laufen jetzt mal kurz. Komm. Los. Kannst du noch, Hanna? Nee. Felix, wo bist du eigentlich? Ah, warte, da. Warte. Man sieht ihn gar nicht. Da. Da war auf jeden Fall wieder der Waldjunge am Start. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Location gefunden. Wenn wir Hobbit Teil. Wie viele Teile gibt es schon? Zwei Teile, ne? Drei. Okay, wenn wir Hobbit Teil 4 drehen, haben wir auf jeden Fall schon die passende Location gefunden, Leute. Schaut euch das mal an. Okay, seid ihr bereit? Auf 3. 1, 2, 3. Und los. Gönnt euch. Oh ja. Das ist aber schön. Wenn hier runterfällt, ey, das ist vorbei. Das ist vorbei. Alter, das ist so steil hier. Aber ein richtig geiler Ausblick, oder? Da unten ist unser Apartment. Und jetzt gehen wir wieder zurück. So, wir sind jetzt hier in der Stadt Salzburg und das ist unter anderem die Stadt, die Geburtsstadt von Mozart und da gehen wir nachher auch nochmal vorbei, wo er geboren wurde und ja, mal gucken, was wir alles so hier sehen in Salzburg, also wir nehmen euch einfach mal mit und wir wünschen euch viel Spaß. Felix gönnt sich immer wieder ein Eis, ne? Na klar. So, wir sind jetzt hier gerade in der Judengasse und hier haben die Juden ihre Geschäfte gemacht. So, Hanna und ich stehen hier gerade an so einem Laden und wir haben da ein Bild gefunden, das kostet, wie viel teuer ist das, Hanna? 400. Ja, 400, Leute. Das Bild. So, meine lieben Freunde, das war jetzt Salzburg
Unser erster Eindruck war sehr schön. Wir waren jetzt nur in der Altstadt. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Schönes gesehen. Wir haben sehr, sehr viele Fotos geschossen. Willst du auch noch was sagen, Hanna? Ja, und wir haben was für die Frauen eingekauft. Ja, da muss ich aber los. Komm, wir gehen los. So, jetzt sind wir in der Stadt Graz angekommen. Das ist eine Designerstadt und da wollte ich euch auch mitnehmen. Da schauen wir doch mal, was wir alles so hier sehen. Warum soll ich denn jetzt schnell kommen? Oh. Können Sie das da oben sehen? Das sind Schienen. Züge fahren die Berge hoch. Mega Film, ey. So, hier seht ihr jetzt nochmal die Brücke im Hintergrund. Da war ich gerade drauf und das war ein amerikanischer Designer. Der hat die 2017 entworfen. Mega cool. So, wir sind jetzt wieder zurück aus der Designerstadt Graz. War eine sehr schöne Stadt, aber es war auch sehr warm, deswegen sind wir jetzt auch wieder zurück im Apartment. Das Apartment liegt in der Stadt Schladming und diesen Berg, den ihr hier im Hintergrund seht, da war ich gestern drauf. Das wollte ich euch nochmal zeigen, wie riesig das wirkt. Ganz oben hier an der Spitze ist ein riesiger Kran, den sieht man von hier überhaupt nicht. Also es wirkt auf der Kamera viel, viel kleiner als es ist. Aber wenigstens versuche ich euch einen guten Einblick zu geben. Und ja, es war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich bin jetzt ein bisschen kaputt, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. So, jetzt sind wir auf dem Weg zu einem neuen Berg und zwar heißt der Berg Dachstein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da alles erwartet. Also Leute, lasst uns losgehen. So ein bisschen Muffensausen habe ich schon, bis zu 3000 Meter in der Höhe gleich. Da fahren wir hin. Eieiei. Da unten sind Menschen. Sieht man die überhaupt? Danke. Ja, haben wir die Fahrt auch geschafft. Ey, das war so am Schwenken, das war ja richtig brutal. Leute, schaut euch das mal an. 3000 Meter. Boah, Alter, es ist echt verdammt hoch. Überall Schnee. So, jetzt gehen wir über die Brücke. Die ist hier so am Rande aufgebaut. Aber auch dies ist leicht unangenehm. Und warum das unangenehm ist, werdet ihr gleich sehen. Eieieiei. Hui. Also nach dieser Scheiße, Leute, habe ich echt keine Angst mehr vor der Höhe. Leute. Uiuiui, es wackelt, Leute. Es wackelt. Es wackelt. Es wackelt. Oh. Scheiße. Eieieiei. Ich habe auch die ganze Zeit Schiss, dass mir vor Schweiß die Kamera raus runterfällt. So. Danke. So, die Brücke haben wir geschafft. Wenn das unterheim ist. Eieiei. Das hoch, ey. So, wir wären ja nicht hier, wenn wir das noch toppen könnten. Seht ihr das? Das ist jetzt Endgame. So Leute, ich gehe jetzt hier gerade runter. Eieiei. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Leute, 3000 Meter in der Höhe. Challenge accepted. So, wieder only for the shot. Da unten steht Felix. Und jetzt schießen wir Fotos. Läuft. So, wir sind jetzt in dem Berg drin, im Gletscher drin. Alles, was ihr hier seht, ist alles Eis. Kennen wir doch. Ja moin. Mitten im Berg, einfach mal der Eiffelturm. So, das war die kleine Eiskunstausstellung im Berg, Dachstein. Ich weiß nicht, ob das einen beruhigen soll, aber das Eis schmilzt hier und es tropft alles.
So, meine lieben Freunde, ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um hier das Video zu beenden. Ich war mit meiner Familie in Österreich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Moin, Meister, macht's gut. Sauerstoff ist ja auf jeden Fall ein bisschen weniger. Pulli ist angezogen, ein bisschen kälter. Wir haben euch so viel mitgenommen, wie es ging. Und danke, dass du bis hierhin geschaut hast. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Moin, Meister.